Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Mod Long War Season 2. Jo, wir bekommen hier langsam Probleme, sowohl was die Jäger angeht. Und ich sehe gerade, ich muss mich noch umbenennen. Oh, Link ist dabei. Gut, 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 gut. Als auch unsere regulären Truppen. Da sieht es nicht so rosig aus, aber in ein paar Stunden ist wieder alles soweit in Ordnung. Wir dürfen uns halt keine Verluste mehr erlauben. In ein paar Tagen sollten auch noch die ganzen neuen Rekruten antreten. In 6 Tagen. Ich hoffe mal, die Aliens geben uns ein bisschen Zeit. Ich weiß, wir wären jetzt in der Lage, hier 3 Satelliten in die Luft zu befördern. Was unsere Lufteinheiten günstiger machen würde. Aber wir haben nichts, um sie zu verteidigen. Wir sollten uns noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Dementsprechend scannen wir noch ein bisschen nach vorne. Okay, wir verlieren ein Satelliten. Ein Medium, natürlich. Viel Spaß beim Satelliten abschießen. What? Hat er nicht gemacht? Und hier haben wir einen Medium Raider. Den müssen wir auch ignorieren. Und ein weiteres Bild ist fertig. Sehr schön. Mal in den Hangar gucken. 5 Tage, 4 Tage, 9 Tage, 20 Stunden. Dann ist Owens umgerüstet. Also Own. Die andere Frage ist halt, wie lange er da noch Reparaturzeit beansprucht. Schwierig, schwierig. Gut, dass sich die UFOs nicht für unsere Satelliten interessiert haben. In Baracken sieht es jetzt deutlich besser aus. Naja, das kriegen wir alles hin. Was wir momentan nicht brauchen, sind Medics, okay. Aber mit der Beförderung warten wir noch eine Runde. Vielleicht machen wir da was auf Zufall. 2 Rüstungen sind bald fertig. 18 Waffenfragmente für einen Ingenieur. Könnt ihr mir nicht Geld geben oder sowas? Gut. Für den einen Ingenieur mache ich das. Und da ist eine weitere Rüstung fertig. In 2 Tagen. Wisst ihr was, Leute? Da jetzt so eine Satellitenwelle vorbei ist. Ich weiß, es könnte gewagt sein. Hole ich mir jetzt mal den Nordamerika-Bonus. Da bekomme ich hier 2 Ingenieure. Okay. Gut. Air and Space. Was bringt das jetzt für Vorteile? Erstmal in den Hangar gucken. Reparaturzeiten wurden nicht verkürzt. Aber dafür kostet ein Jäger nur noch 140 Kröten. Den schaffen wir mal hier an. Gut soweit. Da müssen wir den halt immer noch umrüsten. Wie, hat das jetzt kein Geld gekostet oder war der gratis? Nee, doch jetzt. Gut. Wie kommen wir jetzt an Kohle ran? Irgendwas verkaufen? Wir haben ja nichts. Das ist ja schlecht für uns. Naja, egal. Scannen wir mal weiter. Und da kommt der Nächste, der es mit uns aufnehmen will. Er ist in Europa. Gut, da kann er gerne einen Satelliten abschießen. Da habe ich keine Probleme mit. Incoming Council. Okay. Eine Ratsmission hatten wir schon lange nicht mehr. We received an interesting report set up political from France. Ein neuer Soldat, ja! Und Panikreduktion. Cooperate with the aliens has now come under attack. Ja, eine VIP-Mission. Oh ja, das sieht jetzt langsam wieder richtig gut aus von den Truppen her. Abby, wie lange brauchst du noch? Gut, Abby kommt da mit. Alle bitte mal die Gegenstände abgeben, danke. Du hast ja immer noch das Sniper-Gewehr, oder? Genau, nimm bitte das Marksman, ich meine das Laser Strike. Gut, soweit. Da rücken wir mit mehreren Snipern aus. Naja, Septic macht den Infanteristen.
oder spawns den Assault. Katja ist Ding, unser Scout. Engineer haben wir dabei. Gunner nehmen wir auch mal mit. So, dann fehlt uns nur noch ein Medic. Und was fehlt uns denn noch? Rocketeer, oder? Genau. Gut, dann rüsten wir unser Team soweit aus. Mit der neuesten Technologie, die uns zur Verfügung steht, sollten wir es packen. Große Frage ist, soll man versuchen, bei einer Escort-Mission irgendwie ein Alien gefangen zu nehmen? Na, was will ich denn hier drin? Loadout muss ich rein. Jetzt bitte definitiv auch die bessere Rüstung mit. Dasselbe gilt auch für unseren Scout. Ja, mit der neuen Rüstung fühle ich mich halbwegs safe. Das kann ich schon mal so sagen. Unser Doktor braucht noch eine neue Rüstung. Laser Rifle. Unser Gunner kriegt natürlich auch eine. Fürs Gaussgewehr bist du leider immer noch zu schlecht. Naja, aber wenn du genug Abschüsse machst, ich glaube, in dieser Mission wirst du nicht mehr befördert. So, du musst ja relativ mobil bleiben, also nimmst du nur eine Phalanx mit. Lasergewehr. Komm, du nimmst trotzdem mal den Arcthrower mit. AK Pulsbogen, AK Stunning Device. Du bekommst die letzte von diesen Dingern. Und du brauchst ein Lasergewehr. Gut. Du könntest an sich ein Gaussgewehr mitnehmen. Damit kannst du ja umgehen. Du bist ja schon groß, ne? Nochmal alles überfliegen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt für jeden Abschuss einen XP-Bonus. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber eine VIP-Mission hatten wir ja schon ewig nicht mehr. Und ich hoffe, das eine UFO hat kein Interesse an unseren Satelliten. Okay, das ist die Map schon wieder. Wir bräuchten deutlich mehr Maps. Naja, egal. Machen wir das Beste draus. Weil eine Vanilla-Kampagne wäre ja schon längst abgeschlossen. The VIP for this operation goes by the name of William Thorne. He's an influential politician suspected of collusion with the aliens. We need you to bring him in alive for questioning. Ist gut. Get him to the Sky Ranger for evac. Objective updated. Gehen wir durch den Shop hier durch. Scout vor. Ach, das ist schon Dashing. Okay, dann gehst du mal hier gucken. Gut soweit. Du bleibst bitte ein bisschen hinten dran. So, Becky, du kommst ja nicht besonders weit. Okay, also stellst dich mal einfach hier hin. Du gehst an die andere Seite der Tür. Das missfällt mir, aber stell dich mal dahin. Ja, das ist ja richtig großartig. Direkt durch die Tür, wo du leicht und locker abgeschossen werden kannst. Nee. Du könntest ja mal hier durchdashen. Und da ist nichts. Do you honestly think I would turn my back on my country? I am not a traitor, damn it! Ja, halt doch die Klappe. Du kannst froh sein, dass wir überhaupt unsere Ressourcen aufmühen, dich da rauszuholen. Wir haben schließlich größere Probleme. Affirmative, moving out. Okay, ich hoffe, du deckst nichts auf.
Gut. Dann bringen wir dich hier auch nochmal weg. Du stellst dich mal hier rein. Und jeder, der noch Steady Weapons machen kann, macht bitte Steady Weapons. Weil die werden uns jetzt gnadenlos jagen, schätze ich mal. It's about to heat up over there, Strike One. X-rays are making their way to your position. Okay, wenn es weiter nichts ist. Okay, da hinten kommen sie. Die lassen wir mal zurück. Die sollen uns hinterher rennen. Die sind ja alle aus der Sichtweite. Gut, rücken wir weiter vor. Liefern wir erstmal die VIP ab, bevor wir uns hier irgendwie mit Gegnern stressen. Wobei, an sich müssten wir die ausschalten, sonst haben wir irgendwann 100.000 Sinmen oder so an der Backe. Komm, du machst hier einen Overwatch. Du machst mir hier einen Overwatch. Du gehst da mal weg, weil ich die Deckung benötige. Ja, ja, laber ruhig. Du gehst hier hin und machst mir hier oben Overwatch. Du gehst hier nach vorne zum Overwatch machen. Lassen wir die alle anrücken. Das ist kein Ding. Naja, ich hoffe, die kommen auch zu uns und verkriechen sich nicht irgendwie. Ja, wir wissen, dass ihr dort seid. Vielleicht hätten wir eine Runde draußen warten sollen. Okay, da kommt der erste angerannt und wird standesgemäß empfangen. Ja, ich weiß, es waren zwei Schüsse ins Leere, aber egal. Safety first. So, das Ganze nochmal bitte. Warum muss ich euch alle einzeln anwählen? Du kannst kein Overwatch. Okay, deswegen. Halt den Kopf unten. Die Aliens kommen schon, wenn sie was von uns wollen, ne? Sind da so viele Aliens, dass die Runde so lange dauert? Ich glaube, der kommt nicht mehr. Gut, sammeln wir uns weiter vorne. Nehmen wir den Plan wieder auf, die Zielperson safe nach Hause zu bringen. Wir werden hier sehr viel mit Overwatch arbeiten müssen. Aber wir haben halt den krassen Vorteil, dass unser Team hier gut gedrillt ist, die Treffsicherheit relativ hoch ist. Du hockst dich mal da ins Eck, okay? Keine Sorge, der Doktor leistet die Gesellschaft. Damit hier Platz für euch ist. Du gehst mir bitte hier hin. Ich glaube, ihr habt alle bewegt, bis auf dich da vorne. Machen wir nochmal eine Runde Overwatch. Bis auf dich, du gehst natürlich in Deckung. Vielleicht haben wir Glück und er kommt durch die Tür rein. Naja, alles was durch eine Tür durchkommt, ist so gut wie tot. Okay, Sucher. Die sind natürlich viel zu schnell. Aber Abby regelt das hoffentlich. Sehr gut. Immerhin 5 Schaden gemacht. Kommt ruhig näher, Freunde. Jetzt werdet ihr fürstlich empfangen. Jeder Treffer ist gut. Jeder Treffer ist gut. Tja, mein Freund, da hast du wohl gelitten. Okay, da kommt Sinmen von der Flanke.
100%. Die gönne ich mir. So, um den Sinman müssten wir uns fast schon kümmern. Ich hoffe, du löst ihn aus. Nö, ist aber auch in Ordnung. 81%, komm, das sitzt. Genau, wunderschön. Du bleibst mal hier im Overwatch. Du bleibst hier mit geduckt. Du lädst mal bitte nach. Du bitte auch. Ah, du kannst jetzt da noch einen Overwatch hinterher machen. Du lädst mal bitte auch mal nach. Wir gehen das alles schön gemütlich an. Nicht, dass die auf die Idee kommen, uns zu überrennen oder sowas in der Art. Das brauchen wir nicht. Okay, Abby muss ja jetzt eh nachladen. Von daher warten wir eh noch eine Runde. Sorry, falls es hier irgendjemandem zu langsam geht, aber ich will hier nichts überstürzen. Wir wissen ja, wie das endet. Aber du könntest hier mal vorrücken. Und mir hier Steady Weapons machen. Ja, wir wissen, dass ihr da draußen seid. Okay, okay, okay. Darf ich wieder, oder? Okay, da ist er. Wollen wir den jagen gehen? Becky, kommst du da hin? Nein. Wir sollten hier vielleicht noch die Position ein bisschen halten. Man weiß ja schließlich nicht. Weil wenn der schon so dicht dran ist, ja, falls er durch die Tür durchkommt, könnte man auch vielleicht etwas näher ranschicken. Nee, halt mir hier die Position für alle Fälle. Egal was da ums Eck rumkommt, es wird feierlich begrüßt. Ich hoffe, der hat jetzt nicht die Motivation verloren. Okay, da stimmt irgendwas die Bude. Oh nein. Oh nein. Das war unnötig. Flankiert er uns einfach so, der Boy. Der ist ja so krass drauf. Nur 54% ist ein bisschen wenig. Aber es reicht aus, um 3 Schaden zu machen. So, du musst zum Doktor. Ja, wir wissen, dass hier irgendwas durch die Tür gekommen ist. Durch welche? Durch die da hinten, oder? Du rückst mir mal da bitte nach vorne. Dann treffen sich der Doktor und der Scout hier in der Mitte. Du wirst mal verarztet. Beziehungsweise du... Ja, genau. So rum. Passt schon soweit. Sieht nach einem Rüstungsschaden aus. Das kriegen wir alles wieder hin. So, und du schaffst mir bitte mal diesen Sinman vom Hals. Weil den kann ich da nicht gebrauchen. Dankeschön. Ich hoffe, du hast dich jetzt nicht selbst vergiftet. Nö, alles in Ordnung. So, okay. Du rückst mir bitte hier nach vorne, falls die zu uns kommen. Ihr könntet euch zwar noch bewegen, aber ihr macht mir lieber einen Overwatch. Du bleibst generell unten.
Wir wissen ja, dass irgendwas hier drin ist. Und ausnahmsweise ist es nicht meine Fantasie. Keine Sorge, du Verräter. Wir wissen, wie man unsere Leute beschützt. Okay, irgendwas ist auf der rechten Flanke hier draußen beim Auto. Gut, zuallererst bringen wir unsere Soldaten wieder in Position. Du kommst nirgendwo hin, wo ich dich gerne hinhaben wollen würde. Dann hältst du mir hier mal die Bestellung. Falls da irgendjemand durch die Tür durch will. Wir müssen zwangsläufig nochmal warten. Bleibt uns nichts anderes übrig. Ach komm, was soll der Geiz? Machen wir schnell alles durchklicken, gutes. Ne, die sind doch dahin gelaufen, okay. Gut, dann rücken wir weiter vor. Scheiß mal hin, dass ich nicht die Tür zumachen kann. Gut. Okay, die Deckung hier ist ja mehr als mies. Alles muss hier gedasht werden. Wobei, wenn wir hier hingehen... Willst du das riskieren, Soldat? An sich müsste ich einen Scout vorschicken. Ach, hier ist doch gar nichts drin. Ich glaube, die sind nebenan angestiegen. Okay, dann rücken wir mal mit einem gewaltigen Vorstoß vor. Wir haben schon mehr als genug Zeit hier vertrödelt. Okay. Gehst mir bitte hier hin. Aber ich brauche trotzdem noch Leute, die mir den Rücken frei halten. Das seid ihr drei Glücklichen, wie es aussieht. Ich meinte vier Glücklichen. Gut, du rückst definitiv mit vor. Alleine lasse ich dich da hinten nicht zwischen zwei Türen sitzen. Da sitzt du ja wie auf dem Präsentierteller. Gegen Overwatch springt dir da herzlich wenig. Du solltest eher in die Türen gehen. Kein Problem. Das ist nichts, was wir nicht regeln könnten. Okay, der ist weit weg. Die Tür bleibt zu. Gut, wir kriegen ihn hier raus. Du stellst dich mal bitte an diese Tür hin. Du direkt an diese hier. Becky geht hier hin. Ich glaube, einige Soldaten werden wieder rennen müssen. Du gehst bitte hier hin. Da vorne möchte ich nichts dem Zufall überlassen. Und ihr sprintet alle, soweit ihr könnt. Ja, ich weiß, dir fehlt ein Schuss in der Kammer, aber das regeln wir ein andermal. Du gehst bitte hier hin. Da kommst du nicht hin, das ist ja irgendwie lächerlich. Nee, da will keiner auf die Leiche draufsteigen. Okay, finde ich in Ordnung. Geh mal bitte hier.
Was? Wo? Wie? Wow. Okay, du bist von dem hier flankiert, oder? Dann doch ein paar viele, würde ich mal behaupten. Turk, Alien-Granate und so? Nee. Das ist jetzt richtig mies. Du eine Alien-Granate? Ja, du kannst wenigstens weit werfen. Aber ich möchte schon gerne sehen, wo du die hinwirfst. Okay. Gut, jetzt hat er zumindest keine Deckung mehr. 80% weg damit. Gut. So, du bist jetzt immer noch flankiert. 49% ist ein bisschen wenig, oder? Meinst du nicht? Hm. 51%. Da kommt zumindest Holo-Zielen drauf. Okay. Das hast du auch nur 50%. Oh, das reicht nicht aus. Aber du kannst ja einen Schuss kassieren. Oh, Sniper, Sniper. Komm, Abby. Enttäusch mich nicht. Gut. Oh. Das war knapp. Ich höre euch direkt auf der Straße draußen rumrennen. Macht mir da nichts vor. Hm. Sichern wir hier mal die Tür ab. Du kommst da ja definitiv hin. Dass wir hier nicht auf die Leiche draufsteigen können, finde ich dann schon ein bisschen makaber. Aber egal. So, ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit, unseren Kunden hier ein bisschen nachzurücken zu lassen. In der nächsten Runde werden wir uns noch ein bisschen formieren müssen. Gut, Becky, du gehst damit an diese Tür. Du stellst dich mal bitte hier hin. Du, mein Freund, gehst mal so weit es geht. Nee, in dieser Runde gehen wir noch nicht raus. Overwatch. Overwatch. Nachladewatch. Du lädst mir auch mal eine Runde nach. Du lädst auch nach. Ja, ist in Ordnung. Wir haben noch eine ganze Menge Zeit. Okay, da kommt einer rein. Okay. Den einen Burschen können wir locker erledigen, denke ich mir. Nur 40%. Na komm, triff einfach. Nö. Hast du kein Interesse dran. Du kommst auch nicht in Schussreichweite. Zwar 50%, reicht das? Nicht ganz. Aber Abby ist ja auch noch mit im Spiel. 90%, komm, bitte. Was erwartet ihr? Legt euch doch einfach nicht immer mit Abby an. Dann passiert euch auch nichts. Okay, wir sind bereit, da rauszustürmen. In der nächsten Runde stürmst du so schnell es geht raus. Ja, ich weiß, du stehst da jetzt ein bisschen verloren in der Gegend rum.
und er guckt mal Overwatch. Ich hoffe, dass da draußen niemand im Overwatch rumsteht. Das wäre nämlich ein bisschen ärgerlich. Ach, wir sind schon wieder dran, oder wie? Ach so, du hast wieder eine Extrawurst. Ich höre Bewegung. Abby wird nachladen müssen. Okay, du kommst da raus, oder? Genau. Das ist schön. Erstmal Tür auf. Gut, wir sehen hier nichts. Geh mal bitte hier hingucken. Der war schon hier drin. Er wird hier flankiert. Komm, du verschwindest hier erstmal. Bitte was? Ja, das kriegen wir hin, mein Freund. Das kriegen wir hin. So, hier erstmal die Tür auf. Können wir die Granate so irgendwie platzieren, dass da so viel wie möglich kaputt geht? Ja, so die Deckung hier würde ich schon gerne von denen kaputt machen. Hurra! Okay, der ist fast Geschichte. Okidoki. 31%, 35, 90, weg damit. Da verhandle ich nicht lange. Ach, die haben wir schon benutzt. Gut. Nee, komm. Ich würde schon gerne meinen Scout direkt ansteuern, aber naja, wenn es nicht geht. Könntest dir den hier schnappen. Oder deren Captain. Hol dir ihren Captain. Prozent der ist Geschichte. Bye bye. Sollen wir den letzten noch versuchen zu fangen? Ich weiß es nicht, ob das ein bisschen zu riskant wäre. Okay, die Tür ist bereits offen. Und wir wissen ja alle, dass Turk hier keine Witze reißt. Wenn sie sagt, dass jemand einen platt machen will. Ach du Schreck. Das kann ja heftig werden. 100%. Gut, das reicht auf jeden Fall. Ey, wie bist denn du? Was ist denn das passiert? Dass du da flankiert bist. Du kommst nicht mal ansatzweise dahin, wo ich dich gerne hin hätte. Und von hier aus siehst du den nicht einmal. Hol mal bitte ein Overwatch. Abby, du verziehst dich auch mal. 100% auf den fetten Brocken, finde ich gut. Es reicht zwar nicht für einen tödlichen Schuss, aber immerhin etwas. So, du gehst hier mit an die Tür. Erstmal den fetten Brocken ausschalten, würde ich sagen, oder? 99%, komm. Gut. Gut soweit. Mit drei von denen könnten wir fertig werden. Du siehst da nichts. Gut, wir haben zwei Overwatches. Und mindestens ein Sinman rennt da draußen noch rum. Der wird feierlich begrüßt. Naja, nicht ausreichend Schaden gemacht. Das ist schade. Ew.
4 Crit. Das ist eine Menge. Wie kannst du von außen da reinfeuern? Das Sinman ist auch noch im Spiel, möchte uns da gerade mitteilen. Okay, das ist nicht so toll. Ibi muss nachladen. Du entsorgst erstmal das da. Dankeschön. Ich habe hier noch zwei nette Kollegen, die sich um den Sinman kümmern können. Ist nicht viel. Komm, der stand direkt vor dir. Okay. Du wirst da suppressed. Das sehe ich ein. Oh, von hier aus siehst du ja gar nichts. Ich muss nachladen, finde ich nicht so toll. Komm, triff. Gut, soweit. Da war es nur noch dieser eine Sinman. Du siehst ihn von hier aus nicht, eher schade. Wollen wir gegen suppressen? Ich glaube, das bringt uns nicht viel. Was wir allerdings machen könnten, wäre dem eine Flashbang auf den Kopf zu schmeißen. Da steht er ja drauf. Gefangen kriegen wir den höchstwahrscheinlich nicht mehr, aber egal. Achso, der stand da ums Eck rum, deswegen haben wir nicht getroffen. 53%? Nee, komm. Wir gehen auf Nummer sicher. Damit er nicht auf dumme Gedanken kommt, der Freund. Oh, da ist noch einer. Ein Glück, dass ich Becky in Feldposten manövriert habe. Aber es reicht nicht aus. Gut, würgen kannst du so viel du willst. Das stört uns nicht. Mit ein bisschen Präzision. Nee, Abby trifft auch nicht alles. Aber Becky, beseitigt jetzt mal bitte dieses fliegende Gerät mit 100%. Dankeschön. Dann gehst du hier einen Schritt hin. Aber jetzt 100%. Komm, weg damit. Okay, gut soweit. 17 Gegner. Eine VIP-Mission, die wir mal wieder erfolgreich abgeschlossen haben. Hätte durchaus schlimmer kommen können. Und ich glaube, es waren bis jetzt alles nur Rüstungsschäden, oder? Dieser Steepenkerl da oben in der Luft, der macht mich ein bisschen nervös. Dem können wir momentan nichts entgegensetzen. Great work, Commander. I hope all of our deployments go this well. Und wir haben jede Menge Beförderung. Nämlich eine. Bring him on. Will to survive. Bewegungsreichweite ist gut für dich, mein Freund. Okay, die Beute kann sich sehen lassen. Ein neuer Rekrut, sehr schön. Panikreduktion, auch nicht schlecht. Das Problem an der großen ganzen Sache ist jetzt... Hier ist eine UFO, dagegen können wir nichts unternehmen. Sehen wir uns nochmal kurz an, ob einem unserer Satelliten gefährlich werden kann. Und die Gasgewehre sind fertig. Nice. Alloy Strike Rifle, das ist interessant. Die Ally kennen ist auch eine Pflicht. Oh, eine ganze Menge Zeug, was wir da freigeschaltet haben. Und was wir jetzt mal wirklich machen könnten, wären die UFO, also die Alien-Computers mal zu erforschen.
Oh, ich will jetzt wissen, ob du einen Satelliten mitnimmst oder ob du verschwindest. Okay, du verschwindest. 12 Meld für 2 Wissenschaftler, machen wir. Boah, haben wir mal wieder Glück gehabt, meine Freunde, aber das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei allen fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.